Ja, morgen. Also für mich ist jetzt morgen. Ich glaube, wir haben es 0:30 Uhr oder noch später. War ein langer Tag, war ein langer Tag. Fußball-WM. Oh, war das ein. Also wirklich, das war ja ein Spiel der ersten Sahne. Und ja, dann haben wir noch meine Tochter hier gehabt, alle zusammen, haben wir einen schönen Burgerabend gemacht. Und jetzt gehen wir rein in die 19. Oh, ich sehe sie. Oh. Ach Mensch, mal wieder ein Nagellack. Ja, heiter Taus. Seht ihr ihn hier? Da ist er drin. Das ist eine sehr schöne Farbe. Oh, ich kriege ihn mal wieder nicht raus. Es tut mir leid. Nehmen wir hier meinen Applikatorenpinsel, der hilft mir immer. Doch, Double Volume and Shine Nail Polish. Das ist ein schöner, die 015 von DM. Ich zeige es euch mal rein. Ein leicht rosé eingefärbter Ton, sieht sehr weiß aus, aber hat wirklich eine ganz, ganz leichte rosige Note, wollte ich sagen. Eine Rosine hat er auch drin. Richtig schöne rosige Note, so ganz, ganz leicht. Nicht mal, man könnte nicht mal sagen, Babyrosa wäre auch falsch. Wirklich in dem Weiß so ein bisschen Rosé. Pastell mega, mega hell. So, Pastell mega hell. Auch schön. Die 19. Wo haben wir die 19? Hier. Oh mein Gott. Die fühlen sich alle so an, als ob hier gar nichts mehr drin ist. Oh, ich glaube eine Maske oder wieder so ein Duschgel. Sephora war das. Okay, Entschuldigung. Wir haben Monoi Creme Dusche. Ja, kann ich jetzt nichts zu sagen, ja? Ist ja logisch, aber das war hier drin. Auch schön. Patty mit dem Lind. Ich glaube, ich habe heute auch gar nicht viel mitgefilmt. War ja auch kaum was. Der Tag war Sonntag heute wirklich zum Entspannen, Ausruhen. Na, wo ist die 19? Wo ist sie? Oh, ich sehe den Wald mal wieder. Ach, hier. Gott, ganz, ganz klein. Da sind sie schon fast alle offen und ich habe noch Probleme, die Nummern zu sehen. Hier ist die Kugel. Dankeschön, Patty. Und zu guter Letzt haben wir die 19 hier im Kalender von Rose. Och, mit. Schön. Der ist aber sehr. Also schöne Farbe, wisst ihr ja. Aber der ist sehr pinklastig, ne? Welcher ist das? Also manchmal finde ich das auch schön. Das kann ja nur der Lip-Loving Balm sein. Dieser hier. Oder es ist der erste von diesen glänzenden. Wir werden es sehen. Was habe ich gesagt? Auf jeden Fall Buttergloss. Vanilla Cream Pie. Welchen habe ich denn angeguckt? Das ist das erste, meine ich doch. Ich dachte wirklich, das wäre der. Es ist der erste. Oh doch, der sieht aber schön aus. War da überhaupt mal eine Farbe, die ich hässlich fand? Dieser lilane. Der ist schön. Muss ich mal probieren jetzt, ne? Okay, neutral. Definitiv. Ich glaube, man kann es nicht abstreiten. Sehr rosa, ihr Lieben. So, damit wir das nicht mehr in die Länge treiben. Mua, mua, mua. Bleibt gesund. Danke fürs Zugucken. Bis morgen, würde mich freuen. Tschüssi. Da sitzt er. Da ist er mit eingereiht. Der Patty Wichtel. Und hier, Anita, dein Bild. Der Spruch ist der Hammer. Natürlich führe ich Selbstgespräche. Manchmal brauche ich eine kompetente Beratung. So sieht's aus. Hier weiß ich gar nicht mehr, ob sich das noch lohnt. Aber dann sieht man es ja auch nicht, ne? Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. Danke an Thomas, Patty, Anita. Sieht so aus. Ist alles wieder
Anita, dein Engel steht oder sitzt hier auch im Regal drin. Da ist es. Ist das süß, wa? Und da. Alles in rosa gehalten. Voll süß. Achso, und die Glückwunschkerze zum Geburtstag, die steht dann hier mit dem Paketchen. Und jetzt kommt oben noch demnächst der Stern von Patty ran, dieser rosa, ne? Um 15 Uhr will er kommen? Ja. Geht es jetzt? Kilian! Was denn? Was machst du? Warum ist denn das Handtuch jetzt schon wieder weg? Was für ein Handtuch? Was hier lag. Ibrahim, kannst du bei Giselle den Stecker bitte ziehen und die Tür reinmachen? Danke. Dann kann ich sie da zurückstellen. Sind wir nämlich fertig mit Durchstampfen. Super. Jetzt kommen Jolien und Giselle auch gleich noch. Die mit Giselle. Ach, Mann, Justin, Giselle. Oh. Ja, mach mal bitte nicht kaputt. Danke. Hier ist alles nass, Kilian. Ich habe hier jetzt schon mal alles vorbereitet, weil Jolien und Justin gleich kommen. Wir gucken zusammen WM. Und Tomaten habe ich vorgeschnitten, Eisbergsalat, dann die Gurken. Das sind dänische Gurken. Der Chemiekäse und dann dort werden die Patties immer sehr, sehr gut, weil die Hitze natürlich von oben gehalten wird. Könnten auch den Kontaktgrill jetzt nehmen, aber in der großen Pfanne passen 5 Patties rein oder 6. Mal gucken. Ja, Soßen noch, ne? Da stelle ich dann immer die Auswahl hin. Ansonsten, Abwasch habe ich schon durch. Patty, falls du guckst, der Tee ist sehr, sehr lecker. Hola Mexico. Sehr, sehr lecker mit Maracuja und Peach. Danke nochmal dir, Süße. Wer auf Fruchtiges steht. Mega. Also mir hat er geschmeckt. Dann mache ich mich mal jetzt schnell fertig. Bad habe ich auch geputzt. Hatte ich euch ja mitgenommen, dass ihr so ein bisschen seht mit dem Dampfer und so. Ich muss mir einen Schal hier rummachen, weil ich Balkon auf habe, um einmal richtig schön durchzulüften. Ja, hier. Heute Nacht ging es. Ich hatte wirklich Glück. Bis auf die Dinger, die jucken natürlich wie Sau. Aber es war jetzt nicht so schlimm wie die erste Nacht, wo ich dachte, ey, was denn jetzt los? Ich hoffe, das bleibt so, diese vereinzelten Stellen. Und ja, alle, die gefragt haben, es gibt tatsächlich eine Kälte-Nesselsucht. Wenn man es nicht gewohnt ist draußen, wenn es schlagartig so kalt wird und ich habe ja keine Handschuhe und die Hände sind am Reißen, weil die vielleicht zu trocken waren, dann gibt es das tatsächlich. Und dann in Kombination wahrscheinlich mit meinem Abwasch jetzt ständig. Das ist ja auch wieder neu für meine Haut. Man munkelt. Aber gut, wir werden davon nicht sterben. Es ist nur sehr quälend, ne? Und jetzt mache ich mir mal mein Gesicht frisch, weil beim Putzen verzichte ich darauf wirklich. Und dann gucken wir. Ich bin ja heimlich vom Herzen für Argentinien jetzt in der Endrunde. Und sage trotzdem hier, sind 2 starke Mannschaften. Ist immer bescheuert, wenn es eine Frau erzählt, war. Passt immer so gar nicht.
Der Bessere gewinnt, ne? Da bin ich loyal. Was soll man da anderes sagen? Wenn der Schiedsrichter fair ist und die Spielregeln fair ablaufen, dann gewinnt nun mal der Bessere. So ist es einfach. Ihr Lieben, viel Spaß euch und einen schönen vierten Advent. Rennt immer noch mit meinem Schall rum. Ach, der war übrigens von Dagmar. Aber ich glaube, sie hat gar keine Zeit, die Videos zu gucken. Sie hat ja selber genug zu tun. Ist ja aus wie vor der Barockzeit. Vor der Barockzeit. Aber den musste ich tragen. Der sieht übrigens sehr, sehr schön und edel aus. Zu anderen Kleidungsstücken natürlich. Damit ich nicht krank werde, ne? Das wollen wir ja nicht. Weil so viele liegen flach und an alle, denen es nicht gut geht. Patty, von dir weiß ich, gute Besserung an dich. Mann, ey, da beschenkt sie mich, macht mir eine Freude und wird krank. An alle, die gerade ein bisschen schwächeln, alles, alles Gute, ne? Ja, ne? Gute Besserung, wollte ich sagen. So, ich hole jetzt mal die Patties schon mal raus. Die werden ja nicht schlecht. So, das sind die, die wir wirklich am liebsten essen. Die sind von der Dicke her schön, nicht zu dünn, nicht zu dick. Und da hat man wirklich was zum Kauen. Das sind die Butcher's Burger vom irischen Angus Rind. Oben in der Ecke steht's und da merkt man auch schon den Qualitätsunterschied. Oftmals sind sie auch im Angebot, was dann auch immer sehr cool ist. Ja, ich warte jetzt einfach nur noch ein bisschen, weil ich nicht weiß, machen wir die Burger in der Halbzeit vom Fußballspiel. Wäre eigentlich ganz cool, weil jetzt haben wir es ja gleich 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich da bereit bin, Burger reinzukriegen und Pommes. Ich denke mal, das machen wir eine Halbzeit, weil da werden wir so viel Zeit haben, das Ganze dann zu machen. Jo, machen wir so, ihr Lieben. Gut, ich wünsche euch was. Tschüssi.